In diesem Video erfährst du alles, was es zu den KI-Kameraden und den extrem geilen neuen Anpassungsmöglichkeiten zu wissen gibt. Bleib dafür auf jeden Fall bis zum Ende dran, es lohnt sich. Die neuen KI-Kameraden hören auf die Namen Fury, Vasili und Fixit. Sie funktionieren im Prinzip ähnlich wie Weaver, Midas und Hold in Wildlands, haben aber ein paar Verbesserungen und ganz neue Anpassungsoptionen an Bord. Grundsätzlich fungieren sie aber immer noch hauptsächlich als Kampfunterstützung und Extraleben für den Spieler. Du kannst die Kameraden über das Lobby-Menü aktivieren, sobald du die erste Mission Adler am Boden erledigt und Erewhon zum ersten Mal verlassen hast. Sie können dann auch jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden. Und ja, auch der Revive-Glitch funktioniert noch genauso wie in Wildlands. Sind die Kameraden tot? Einfach kurz deaktivieren und wieder aktivieren und schon wurden sie von der Ubisoftigen Göttlichkeit geheilt. Sie können natürlich auch wieder den Spieler wiederbeleben. Und zwar genau einmal, dann ist der Tod endgültig. Sich gegenseitig wiederbeleben können sie natürlich ebenfalls. Was ich persönlich sehr cool finde, ist, dass der Spielercharakter den Namen des Kameraden sagt, wenn ihr ihn oder sie wiederbelebt. Hör durch, Fury. Hab's gleich, Fixit. Bin ja da, Vasili. Fury, Vasili und Fixit kommen leider nicht mit nach Erewhon rein, sondern warten immer draußen am Eingang. In den Raid können sie ebenfalls nicht, weil der Raid Kommunikation und Taktik erfordert und die KI das einfach nicht abbilden kann. Sie geben auch leider keine Kommentare zur Story ab und sind auch sonst nicht sehr gesprächig, mal abgesehen von Achtung, Schalldämpfer aufsetzen! Was sie gefühlt viel zu oft sagen. Du kannst ihnen aber, wie auch schon in Wildlands, die Befehle Gehe zu, Neu formieren, Feuerfreigabe und Position halten geben. Öffne dazu das Item-Auswahlrad, auf PC standardmäßig die Alt-Taste, mach einen Rechtsklick, wähle den Befehl aus und bestätige den Befehl gegebenenfalls noch mit der linken Maustaste, zum Beispiel beim Gehe zu-Befehl. Ich brauche euch woanders. Für Gegner sind sie übrigens so lange unsichtbar, bis der Spieler entdeckt wird oder sie einen Befehl erhalten. Sie suchen sich aber auch automatisch Deckung in der Nähe des Spielers oder an dem Ort, an den sie geschickt wurden. Sind Gegner in der Nähe, können diese von den KI-Kameraden automatisch markiert werden. Die Guten können allerdings auch Befehle verweigern, zum Beispiel, wenn sie noch nicht entdeckt wurden und mit einem Gehe-zu-Befehl zu nahe an einen Gegner geschickt werden. Sie erklären dann aber immer, warum sie den Befehl verweigern. Wenn der Spieler ein Fahrzeug besteigt oder wiederbelebt werden muss, lassen sie auch alle Befehle fallen und eilen zur Hilfe bzw. steigen in das Fahrzeug. Zur Not teleportieren sie sich auch in das Fahrzeug, wenn sie nicht rechtzeitig einsteigen konnten. Apropos teleportieren. Bei einem Basejump teleportieren sie sich zum Spieler, sobald er den Boden berührt. Sie springen also nicht mit. Auch zum Wiederbeleben können sie sich zum Spieler hin teleportieren, was ja auch in Wildlands schon so war. Aus Fahrzeugen können sie, wie auch in Wildlands, herausschießen und sie bemannen auch gegebenenfalls ein montiertes Geschütz. Auch wie in Wildlands funktioniert der Synchronschuss mit den Kameraden. Die machen mit dem Synchronschuss Drohnen weg, als sei es nix. Probier das auf jeden Fall mal aus. Neu ist allerdings, dass du die Synchronschussdrohnen zusammen mit den Kameraden nutzen kannst. Das heißt, es können insgesamt 7 Ziele gleichzeitig ausgeschaltet werden. Also 3 Kameraden, 3 Synchronschussdrohnen und du selbst kannst einen ausschalten. Macht insgesamt 7. Die KI-Kameraden kopieren die Körperhaltung des Spielers. Sie können stehen, sich ducken, hinlegen, gehen, sprinten und auch schwimmen. Sie laufen aber nicht unnötig herum, sondern bewegen sich nur, wenn sie es wirklich müssen. Ausrutschen oder verletzt werden können sie allerdings nicht. Auch Ausdauer verbrauchen sie keine. Kommentieren aber, wenn der Spieler keine Ausdauer mehr hat, was vor allem beim Spielen ohne HUD nützlich sein dürfte. Wir sollten mal ins Bett. Wir laufen den ganzen Tag auf Hochtouren. Kommen wir zu der wohl geilsten Erweiterung bei den KI-Kameraden, die Anpassungsmöglichkeiten. Du kannst nämlich nicht nur das Aussehen von Fury, Vasili und Fixit anpassen, sondern auch deren Bewaffnung und damit auch ihr Verhalten im Kampf. Bei der Anpassung des Aussehens hast du 3 Möglichkeiten.
Du kannst das Aussehen deines Charakters per Knopfdruck kopieren. Du kannst ein vorgefertigtes Aussehen auswählen. Oder du kannst das Aussehen komplett frei selbst zusammenstellen. Und nicht nur das, du hast auch noch ganze 5 Speicherslots zur Verfügung, um verschiedene Outfits deiner KI-Kameraden zu speichern. Nun aber zur absolut geilsten Erweiterung überhaupt. Die Anpassung der Waffe und des Kampfverhaltens. Du kannst die primäre Hauptwaffe der KI-Kameraden frei aus den von dir freigeschalteten oder gekauften Waffen wählen. Eine Ausnahme ist der Granatenwerfer, denn den können sie leider nicht tragen. Aber du kannst die Waffe im Gunsmith komplett individuell anpassen. Aufrüsten auf MK1, 2 und 3 kannst du die Waffen für die KI-Kameraden allerdings nicht und auch die passiven Boni im Spielmodus mit aktiviertem Gearscore finden keine Anwendung. Die KI-Kameraden tragen zudem immer 2 Hauptwaffen. Die sekundäre Hauptwaffe kann nicht geändert werden. Das ist immer abhängig vom Kamerad eine 553, 416 oder eine 805 Bren. Wenn du die Kameraden mit einer Schrotflinte oder einem LMG ausgerüstet hast, wechseln sie für den Synchronschuss immer zu ihrer sekundären Hauptwaffe. Aber ehrlich gesagt, ein Synchronschuss auf 150 Meter mit einer Schrotflinte wäre auch etwas grenzwertig. Das alleine ist ja schon echt super geil, oder? Aber es kommt noch besser. Die KI-Kameraden passen sogar ihren Kampfstil an die ausgerüstete Primärwaffe an. Das heißt, dass nicht nur die Feuerrate abhängig von der Waffe ist, sondern auch ihr Verhalten im Kampf. Zum Beispiel gehen sie mit einer Schrotflinte auf Tuchfühlung mit den Gegnern, um sie aus nächster Nähe auszuschalten, während sie mit einem Scharfschützengewehr nicht nur weiter wegbleiben, um zu schießen, sie suchen sich sogar noch eine erhöhte Position, um ein besseres Sichtfeld zu haben. Ist das nicht absolut geil? Ich werde schon fast nervös, wenn ich dran denke, was das für taktische Möglichkeiten eröffnet. Na gut, das funktioniert leider nicht immer so gut und sie halten auch nicht gerade viel aus, vor allem auf Schwierigkeitsgrad extrem. Geh daher am besten etwas behutsam mit dem Feuerfreigabebefehl um. Sei doch bitte so nett und schreib mir mal in die Kommentare, ob du das genauso geil findest wie ich oder ob ich da vielleicht ein bisschen overhyped bin.